Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 77 von Avorion. Und zwar befinden wir uns im Sektor, wo es, eine Forschungsstation gibt. Wir haben zuletzt geforscht, haben da ein bisschen was, nicht so toll gehabt, aber das kann man halt nicht ändern. Das passiert dann bei der Forschung, wenn man nicht ein Material reinsteht, dann kriegt man nicht 100% höherstufiges dabei raus. Okay, dann ist das halt so. Der Thomas Stehler hatte halt dann geschrieben, 4,4 war auch ein guter Wert zum Eisentauschen. Ja, da sollten wir das mal tun. Wir sind aber jetzt hier ja weit weggesprungen, in Anführungsstrichen. Nee, sind wir gar nicht. So weit ist das gar nicht weit weggesprungen. Okay. Und wir sind jetzt, wenn wir hier reingucken, sind wir schwach oder nicht? Nein, wir sind beschädigt, ne? Okay. Aber wir hatten keine Kohle und deswegen konnten wir uns nicht reparieren. So war das, glaube ich, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, Koordinaten in Navigationscomputer eingeben und wir springen mal einfach nur einen Sektor weiter, oder? Was war das jetzt? Achso, das war die Forschungsstation, ist klar. Dann schauen wir mal, dass wir hier hinkommen. Und gucken uns das Ganze mal ein bisschen an, ne? Rekonstruktionsmarke, ja, da müssen wir noch ein Schiff rekonstruieren. Ich will hoffen, dass ich das gleich nicht vergesse. Und was war noch? 4,4 war der Wert fürs Eisen zu verkaufen. Das war ein guter Wert, den wir letztens hatten. Und ja, Waffenfabrik, okay. Was hatte der Thomas geschrieben? Transporterteil da zum ranziehen. Bis 3,5 Kilometer war das, hat er geschrieben. Kann man das machen? So, wo ist unser? Da ist unser Ressourcendepot. Achso, wir können ja erstmal reingucken. Ressourcen handeln. Verkaufen. 07. Alles klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist dann wohl nicht so viel. Warte mal, was haben wir denn noch alles hier so? Gucken wir erstmal rein. Solarkraftwerke, Ressortwaffen, Zulieferungswaffen, Kreuzer. Es gibt Nordwesttor, Nordtor und Südwesttor. Ich glaube, wir nehmen mal das Südwesttor, weil. Nee. Dann geht es mehr zum Kern. Doch das Nordtor? Ja, komm, wir nehmen das Nordtor. Oder wir nehmen das Tor, was näher ist. Wo ist das andere Tor? Da oben. Ist das näher? Dann nehmen wir das. Ja, das ist näher. Dann nehmen wir das. Fliegen wir da mal durch, um einfach einen Sektor weiter zu gucken. Okay. Fliegen wir da rein. Jetzt habe ich eine kurze Pause drin. Das liegt daran, dass ich meine Aufnahmezeit nicht sehe. Zurück zum Spiel. Einmal hier. Handelsposten 2, Ressourcen, Reparaturdock. Okay. Ich will jetzt nicht unbedingt hier, glaube ich, mein Schiff rekonstruieren. Das müsste ja der gleiche Preis sein, weil das hier die gleiche Fraktion ist, ne? Okay, wie sieht das hier aus? So sieht das aus, okay. Was haben wir hier? Notruf will ich jetzt aber nicht unbedingt lösen. Koordinaten, Navigationscomputer eingeben. Wir machen dann den weiten Schritt dahin. Okay, neben dem Tor her, sehr interessant. Ja, wir müssen auch noch die Jägergeschichte machen, ne? Der ist auch noch offen. Was haben wir hier so? Gewürz warm, Wein, Essential, Kaufmann. Also der Kaufmann. Wo ist dein Heimatsektor? 209,6. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. 209. Also 209 liegt irgendwo hier.
Und 6 liegt dann da. Okay, das ist sowieso weit zu weit weg. Hier gibt es noch ein paar Points und hier gibt es einen ganz weiten Weg. Ich glaube, wir nehmen mal den weiten Weg. West, Nordwest, nee, Ost, Nordosttor ist es dann. Dann nehmen wir das Nordost, Nordosttor. Das ist ein bisschen weiter weg, aber wenn der Sprung so weit ist, dann können wir den gerade nehmen. Nur gucken, dass wir hier nichts erwischen, was da asteroidenmäßig unterwegs ist, weil hier oben drüber sind schon mal welche, aber ich glaube, auf unserem Weg zum Tor sind keine. Und da gibt es einen weiten Sprung auf jeden Fall jetzt. Dieses Tor geht weiter als andere Tore. Sah auf jeden Fall so aus. Ja, das war schon ein ganz schönes Stück, ne? Ist das die gleiche Fraktion hier? Die Eroviri? Da gibt es irgendwelche Piraten. Ja, das sind die tatsächlich die gleichen. Gut, dann springen wir mal. Ne, das ist nicht das Richtige. Aber wir müssen trotz alledem in diese Richtung springen, wenn. Das ist das Weiteste hier, ne? Ja, komm dann. Koordinaten da rein und wir fliegen dahin. Kriegen wir auch hin, oder? Dann springen wir da mal hin und gucken, was da so los ist. Letzte grüner Blips in der näheren Umgebung, der angezeigt wird. Okay, und was gibt's hier so? Ressourcendepot, Handelsposten, ja, Ressourcendepot 07 wahrscheinlich wieder, ne? Wird sich nichts geändert haben, denke ich mal. Wir können aber gerne nochmal gucken. Oh, 3-2 ist doch nicht das gleiche. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es besser wird. Gut, hier sind wieder mehrere Blips. Hier ist der, ne, da ist noch einer. Dann würde ich jetzt mal auch noch gerne in die Richtung weiterfliegen, um zu gucken. Was gab es hier noch? Handelsposten. Okay. Da müssen wir hin. Und auf geht die Tour. Schauen wir nochmal danach, was wir da so Schönes haben. F9, nichts anderes. Ressourcendepot. Also hatten wir eben schon mal geguckt. Der Preis war da ja gar nicht schlecht, ne? Auch 3-2, okay. Was war hier noch? Handelsposten, Reparatur, Dock. Nordosttor. Ah, da fliegen wir hier einen Sektor nach da weiter. Ich würde jetzt gerne hier oben einmal hinfliegen und so schauen, was da ist. Vielleicht ist da schon wieder eine neue Fraktion. Ach so, da. Einmal dahin. Schauen wir, was da los ist. Bergbauschiff, schweres Bergbauschiff. Hier ist Niemandsland sozusagen. Gibt es hier irgendwo was Grünes? Nein. Wenn dann da. Okay, schauen wir da mal vorbei. Computer berechnet. Bitte warten. Bitte warten.
Bitte warten. Bitte warten. Wird noch berechnet. Dauert aber lange. Okay. Dann gucken wir da nochmal vorbei und dann wird es jetzt mit der Zeit etwas länger. Dann müssen wir nochmal genau überlegen, ob wir noch weiterspringen, aber ich glaube eher nicht. Müssen jetzt die Kurve wieder zurückkriegen. Okay, wer ist hier zu Hause? Die Oinwus. Die Oinwus haben hier einen Schrottplatz. Ach so, das war das, wo wir ausschlachten können, ne? Geschütze in Güter zu legen, Abwracklizenz kaufen. 5 Minuten, 15 Minuten, 30, 60, aber ich habe keine vernünftigen Abwracker wahrscheinlich, das brauche ich also nicht. Ach, hier kann ich mein Schiff verkaufen oder was? Und hier geht das, also ich könnte hier ein Schiff sehr gut loswerden. Bringt mir aber nichts. Was ist das für ein Tor? Ein Westtor. Möchte ich aber nicht. Interessant ist hier nichts mit Blipsen, ne? Das ist das nördlichste. Ja. So, da ist ein Ressourcendepot. Okay, ich habe da glaube ich wieder meine falsche Zahl drin, falschen Buchstaben gehabt. Wird mit S geschrieben und nicht mit C, ne? Das heißt, wir springen dahin und dann müssten wir eigentlich schaffen, weiter unten hinzukommen, oder? Da ist es. Sprungroute ist berechnet, Zeit ist rum. Wir machen mal da den Weg hin. Ein bisschen näher wieder dahin, wo wir waren. Mit einem Zwischenhalt. Interessantes Schiff. Hier sind nur Tore, so wie es aussieht. Ja. Warte, ein Wurmloch? Ein Wurmloch. Das Wurmloch geht nach da. Oh, ich glaube, Wurmloch muss ich jetzt einmal angucken. Wo ist es? Da. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Würmlöcher müssen wir immer gucken, wo die hingehen. Okay, da ist ein Riss. Ah, so weit ist es nicht gegangen. Wir waren schon mal weiter, aber es ist kein verkehrtes Wurmloch, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Hier ist aber nichts los, oder? Nein. Dann machen wir aber gerade noch einen Schritt hier nach dahin. Er sagt uns auch nicht, dass wir gerade schwach sind, da hinzufliegen. Okay, wir haben die Besatzung bezahlt und springen mal gerade dahin. Gucken einmal rein. Was hier so gibt. Ein Bergbauschiff. Fliegen wir mal gerade zum Asteroidenfeld mehr hin, ja. Warte mal da. Ich glaube, das ist was anderes, ne?
So, das bedeutet, wir müssen mal gerade schauen. Haben wir irgendwas zum Abbauen dabei? Das ist die Frage. Ja, wir müssen ins B reinwenden und dann da rein. Ist das denn? Okay. Was ist denn das für einer? Titan. Ach so, wir können das ja. Ach ja, das ist ja auch noch so eine Problematik, ne? Wo ist denn hier ein. Es gibt kein Metrinium. Den bräuchten wir jetzt, glaube ich, um was abbauen zu können. Kann das sein? Und der da drauf ist, ist noch nicht. Okay, ich glaube, das funktioniert aber nicht. Wir können das ja gerne mal ausprobieren. Waffengruppe 2. Dann machen wir mal 1 aus. Und da ist unser Schiff. Schießt gar nicht. Sehr interessant. Nicht genug Beisatzung für alle Bergbautürme. Kein einziger Bergbauer da. Ne, I war falsch, B war richtig. Haben wir Leute da, die das können? Ja. Also die können das nicht, aber jetzt können sie das. Habe ich das jetzt ausgemacht oder was? Nein, ist an. Ah, jetzt geht's auch. Jetzt um die Frage, ob wir was davon abbauen. Ich tippe mal drauf, nein. Also er baut es ab, aber er holt nichts bei ab. Oder vertue ich mich, bin ich zu weit weg, dass es nicht klappt. Ne, ich glaube. Wir sammeln da nichts ein. Der Naonit schafft das nicht. So. Nein. Hat leider nichts geklappt. Und hier war nichts, wo wir was machen können, ne? Frachter ist zwar da und Bergbauschiff ist da, aber das war es auch. Da kann Trinium abbauen, ne? Ich glaube, selbst das schafft er noch nicht mehr, oder? Okay, Karte. Ja, und bringt uns nicht ganz so viel, weil wir definitiv ja hier keine Chance haben, was abzubauen. Und wir bräuchten eine Waffe, die wir da abbauen können, ne? Ja, wo wir mit abbauen können. Wo ist das Türchen? Da unten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Heimweg, versuchen dann irgendwo Ressourcen zu verkaufen und das andere zu machen. Wir müssen noch den Dingens machen, wie heißt es, den Rekonstruktionsort für das Schiff machen müssen wir noch und ja, die anderen Dinge, die wir alle machen wollen, ne? Gut, da ist noch ein weiter Weg zu dem Tor. Da hinten ist es das Ost-Nord-Ost-Tor. Spricht dafür, ne? Dann würde ich sagen, fliegen wir da als nächstes rein und gucken, was da noch hinter steckt. Wir haben auch oben zu wenig Besatzung, sehe ich mal gerade. Das Pfeilchen ist mir nicht aufgefallen für irgendeinen Leutnant oder was es auch immer ist. Uiuiui. Da haben wir voll den Knaller gerade gemacht, ne? Naja, okay, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir
Ja, wo näher hinkommen, um dann was zu kaufen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.